Ich begrüße euch vor den Monitoren zu einem neuen Projekt, und zwar Simotrans, und das ist die 120.1.4 mit dem Nightly 7780 und ein Pack 128 German Version 0,9, zurzeit noch im Beta-Status. Gut, wir gucken einmal uns die Karte an, die ich zufällig habe genommen. Vergrößern wir die mal. Und so sieht's aus. Wir haben hier oben eine Verbindungsstraße, da eine Verbindungsstraße und hier unten. Das hier oben sieht ein bisschen knapp aus. Maschinenfabrik. Baustoffhandel. Den haben wir da. Wo kriegt der was weg? Nirgendwo. Das sieht jetzt hier ein bisschen schwach aus. Hier ist nichts groß, außer vier Städte, glaube ich. Und eine Fabrik. Und hier unten sieht's doch besser aus. Markt. Haben wir da, was haben wir hier? Alte Zuckerfabrik, die möchte auch von hier was haben. Die möchten das noch zum Markt bringen. Hier haben wir noch eine Mühle, die bringt was zur Großbäckerei, die hier ist. Hier haben wir einen Geflügelhof, der beliefern Großbäckerei und den Markt. Hier links ist noch was. Das ist noch eine Klosterbrauerei und das ist halt die, sag schon, Hopfenbauer, der das dahin bringt. Das hört sich doch hier alles ziemlich gut an, oder? Und diese hier, guck mal, die würden sogar noch was dahin liefern. Ich glaube, diese Ecke, die ist ganz gut zum Starten. Klicken wir doch da mal hin. So, da rein. Das sieht auch ganz geschickt hier aus. Das wäre auch so ziemlich das Zentrum gewesen von denen, wo wir drumherum alles haben. Dann sollten wir hier vielleicht anfangen. Starten wir doch mal hier mit... Ach so, wir müssten da erst eine Straße für bauen. Wie machen wir das? Hier ein länger... Da kommt eine Bushaltestelle vielleicht mal später hin. Oder auch ein Bahnhof, weiß nicht. Dann machen wir das mal hier hin. Hier müssen wir ja anliefern. Das heißt, wir müssen hier hinter noch eine Straße haben. Machen wir mal ruhig bis hier hin. Und dann brauchen wir da eine Station. Einfach Ladeplatz. Muss das ein Endplatz sein oder geht so? Nee, geht so. Wunderbar. Das Depot geht hier. Dann haben wir das schon mal geklärt. Und dann können wir nach hier oben, wo die Großbäckerei war. Hier ist sie. In Adenau. Und da müssen wir dann auch eine Station hinbauen. Wie machen wir das hier? Ich glaube, hier machen wir das. Das ist jetzt eine schnellere Straße. Aber lass gut sein, egal. Und da müssen wir auch eine Ladestation haben. Machen wir da hin. Und dann müssten wir ja eigentlich schon das erste Fahrzeug schicken können. Oder? Ne, die Bäckerei muss ja erst was produzieren. Das geht ja noch nicht. Und die macht... Die liefert zum Markt Mehl, Zucker und Eier. Nee, Backwaren. Aber die müssen wir erst, Mehl, Zucker und Eier müssen wir erst haben, bevor wir das machen können. Also, der Geflügelhof war hier oben irgendwo. Da ist er. Das bedeutet, da müssen wir erstmal noch eine Straße bauen. Die ist natürlich teuer im Unterhalt. Die kostet 3 Euro. Und die kostet... Nee, die ist ja billiger sogar. Wow. Die kostet nur 2 Euro. Okay, das ist eine Stadtstraße, die ist teurer wegen den Bürgersteigen wahrscheinlich. Gut, dann nehmen wir die 70er. Und führen wir hier runter und schließen die hier an, denke ich mal, ne? Machen wir mal so. Gut. Und dann haben wir das auch schon. Dann brauchen wir hier noch eine Station zum Einladen. Haben wir auch. Gut. Dann müssten wir jetzt dieses erstmal zumachen und gucken. Wir werden... Ah, die verbrauchen Tierfutter. Das ist auch noch nicht so einfach. Da müssen wir gucken, wo das Tierfutter herkommt. Oh, warum haben wir uns jetzt nicht verkalkuliert?
So, das sehen wir da ja nicht. Dann müssen wir hier gucken. Ah, das ist auf der anderen Seite. Da müssen wir mit dem Schiff rüber. Das wird ja schon schwierig, ne? Und das Tierfutter? Die verbrauchen Weizen und Gerste. Und das kommt vom Getreidehof. Da oben zwei. Ah, einer ist da unten sogar. Und wo ist der? Auch da unten. Alles da unten und da oben. Den hier, der wäre ja ganz nett. Den können wir dann zum Markt was transportieren lassen. Dann hier hoch, dann darüber. Und dann dahin. Tendenziell neige ich dann dazu, hier einen Hafen aufzubauen. Oder hier. Ich glaube hier. Obwohl, das ist der Weg nach da, ne? Ne, da müssen wir hier den Anleger machen. Gut. Das weg, das weg. Schifffahrt. Ist da. Schiffsdepot. Würde ich jetzt einfach hier mal hinmachen. Dann brauchen wir einen Anleger. Ist das hier das richtige Kanalschiffsanleger? Nee. Holzhafen. Ölhafen, Schüttguthafen, Frachthafen, der muss es sein. So. Und den müssten wir auf der anderen Seite auch machen, ne? Oh, wo ist das jetzt? Machen wir geradezu, gucken wir an. Tierfutterfabrik ist hier. Das heißt, der Anleger muss dorthin. Was soll denn hier noch ein Stück Guthaben? Ah. Da müssen wir erstmal gucken, was das ist. Tierfutter. Silobar ist es also wahrscheinlich Schüttgut, ne? Aber das müssen wir dann auch noch rausfinden. Stückgut. Frachtgut. Also die letzten drei, ne, das letzte könnte sogar sein, Schüttgut. Oh, das wird schwierig. Siloware wird Schüttgut sein, oder? Vertue ich mich da jetzt? Na, das ist jetzt hier schwierig, ne? Ah, klappt aber. Ja. LKW hin. So. Zweimal ein Frachthafen ein. Frachthafen ist gut, ne? Die Ware lagern. Tierfutter. Ach so. Ja. Das wollten wir von da unten holen, ne? Da oder wo war der zweite? So, die Karte geht noch einen Tacken tiefer. Da. Das bedeutet, nach da oben, von hier. Gut, dann bauen wir nochmal die 70er Straße, verlängern wir hier, nach da. Macht er gar nicht dahin, ne? Okay, macht er so, alles gut. Fracht hin. Gut. Und ist die Frage, wo liefert er an, ne? Fährt da hoch und hier haben wir den Hafen, ne? Da ist er. Bedeutet, wir machen das Kopfsteinpflaster gleich von hier aus weiter nach da. So. Nochmal Fracht.
passt. So. Jetzt müssten wir gucken. Das war jetzt die Siloware, ne? Und das war hier unten der. Nee, der nicht. Der letzte. Der letzte war es. Gut. Ja. Das bedeutet, Gerste, Weizen und Flachs machen die hier. Landwirtschaftliche Güter. Jetzt brauchen wir LKW mit landwirtschaftlichen Güter. Gut. Zum Depot. Achso, doch, haben wir schon gemacht. So. Wer fährt hier landwirtschaftliche Güter? Filter. Das ist aber nicht landwirtschaftliche Güter, sondern da ist schon Gerste und sowas, oder? Habe ich mich jetzt vertan? War da Gerste eben? Nein, da ist Gerste. Das können diese. Und diese auch. So, 60, nee, der fährt sogar 80 schon. Und der nur 20 km/h. Das wäre ein Trecker. Auf der Entfernung wäre das, denke ich, nicht wirtschaftlich, oder? Gut, dann würde ich sagen, dieser hier. Und welche Zugmaschine? Was ist das denn für einer? Diesel. Fährt 80. Tja. Zuladung 10 Tonnen landwirtschaftliche Güter. Das ist eine Zugmaschine, aber keine Zuladung. Das wäre ein Sattelschlepper, glaube ich, ne? Der kostet natürlich Geld. 40.000. Der Trecker, der kostet nix. Ich nehme mal den Trecker. Und der Anhänger ist schon gleich automatisch dahinter. Interessant. Ja, machen wir erst. So, dann ein Fahrplan, der von hier nach dort oben geht. Wird zwar ewig dauern, aber ist erstmal so, ne? Da. Süddeutsche alte Getreidehof, da packen wir volle Beladung rein. Und keine Linie, neue Linie. Linie 1. Gerste. Schreibe ich da erstmal nur hin. Gut. Ja, ich glaube, das ist es erstmal. Und ich würde dann starten sagen, oder? Mal schnell mal da runter gucken, ob der auch fährt. Aber es muss nicht fahren, weil er vielleicht keinen Abnehmer hat. Könnte auch sein, ne? Alpenvorland. Fundament Alpenvorland. Hallo? Gibt's da nix? Okay, warte mal. Das läuft nicht, weil der Trecker kommt schon. Okay. Jetzt müssen wir aber gucken, die Tierfutterfabrik ist hier. Dann die Kette müssen wir erstmal weitermachen, ne? Das würde jetzt Gerste werden. Wie transportiert man mit Schiffen Gerste, ne? Wo ist denn das Tier jetzt da? Nur benötigt es.
Gerste, da ist die Gerste. Die können alle Gerste bringen. Jetzt noch mehr. Zuladung 140 Tonnen und der hier 150 Tonnen. Das ist natürlich krass, ne? Ja, den müssen wir kaufen dann. Gucken. Er kriegt einen Fahrplan. Von dort. 100%. Ach. Oh, jetzt habe ich Zahlen eingegeben. Kein Wegpunkt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht hier. Den löschen wir raus. Ich wollte jetzt eigentlich nur gerade die Karte verschieben. Wo ist denn das jetzt? Da oben. Na, da. Das klappt dann eigentlich. Das ist eine neue Linie. Schreiben wir auch erstmal Gerste. Aber da schreiben wir Motorschiff vor Gerste. Machen wir mal erstmal so, ne? Enter. Passt. Und starten. So. Jetzt ist das schon mal gewährleistet. Jetzt müssen wir hier gucken, produzieren die was? Da gibt's, wird gar nichts angezeigt hier. Keine Ahnung. Passiert hier was? Nein. Wo kann ich denn hier sehen, was hier passiert? Fundament Alpenvorland. Ich sehe gar nicht, was hier produziert wird. Keine Anzeige. Das ist doch hier das Richtige, ne? Oder habe ich was falsch gemacht? Nein. Ach, ich habe schon offen. Das ist unser Problem, ne? Haha. Okay. Hier passiert aber noch nichts. Gut, das liegt dann definitiv ja natürlich daran, dass die Kette noch nicht geschlossen ist. Der Geflügelhoch ist auch dafür zuständig, okay. Die machen Tierfutter, verbrauchen Weizen und Gerste. Ach, das ist jetzt wieder... Ah, jetzt komme ich hier durcheinander, ne? Das ist das, was wir haben. Die produzieren nur Sachen. Die Brauerei braucht das. Und der Geflügelhof ist es... Aber das ist nicht der Geflügelhof, ne? Das ist die Mühle. Okay. Tierfutterfabrik ist dann hier der letzte, ne? Ja. Gut. So, die kriegen das Tierfutter. Ah, das haben wir offen, deswegen klappt das nicht. Und produzieren dann, verbrauchen Weizen oder Gerste, kriegen Tierfutter. Und das geht zum Geflügelhof zum Beispiel. Da müssten wir jetzt Siloware zurück. Ja, die Frage, ne? Ob, wer transportiert denn hier das Tierfutter? Ja, natürlich nicht die, ne? Sondern andere wieder, ist klar. Das ist schade.
Aber ich sehe gar nicht, was der laden kann. Ja, ich hoffe, die können das Tierfutter darüber bringen, sonst haben wir ein Problem. Fahrplan. Da. Würde ich jetzt auch sagen, 100%, ne? Das war wieder ein freier Wegpunkt, den ich setzen wollte. Den weg. Nach da drüben. Sollen hier stoppen. Das ist eine neue Linie. MS Tierfutter. Gut, und das ist die Linie und die starten wir dann mal. Und dann fährt er auch los. So, Anlieferung würde funktionieren rein theoretisch. Ablieferung wäre, wenn der dann das transportieren kann, was ich noch bezweifle. Dann möglich. Gut. Dann müsste von hier noch einer fahren und das zu denen hier bringen. Ja. Da brauchen wir nochmal so einen Trecker hier, ne? Ist das hier? Bus und Bahn Depot, ja. Den brauchen wir. Und der kriegt dann eine Linie. Fahrplan. Neue Linie. Ach, der andere könnte das machen, aber naja, müssen wir so machen erstmal. Von dort nach dort. Der soll mal 100% laden. Neue Linie ist dann Tierfutter. Passt. Schmeißen wir so raus, ne? Gut. Und starten. Mach den mal zu. So. Hier läuft noch nichts. Die machen dann Geflügel und Eier. Und die müssen dann zur Bäckerei gebracht werden. Ja. So. Geflügel. Diesen schicken LKW, den nehmen wir dann auch. Fahrplan. Von dort nach dort. Da laden wir 100%. Das ist eine neue Linie. Die nehmen wir einfach Geflügel. Geflügel. Enter. Wunderbar. Dann ist die Linie fertig und dann starten wir. So, dann haben wir hier. Hier, die brauchen gar kein Geflügel, sehe ich gerade, ne? Die brauchen die Eier. Kann der auch Eier machen? Nö, das ist schon wieder ein anderer LKW. Wo geht denn das Geflügel dann bitte schön hin? Ach so, das geht direkt auf den Markt wahrscheinlich. Da müssen wir nur die Linie gerade ändern. Warum sollte auch ein Bäcker Geflügel brauchen, ne? Ist klar. Ja. Einmal in die Linienverwaltung. Jetzt haben wir hier ganz viele Linien. Ich habe doch namentlich was geändert gehabt, oder?
Naja. Der Großbäcker kann da rausgelöscht werden. Und dafür muss der Markt da rein. So. Passt. So, fahren tut überhaupt noch nirgendwo, glaube ich, einer, ne? Da liegen wir so ein bisschen daneben zurzeit. Gut. Okay, aber wir werden jetzt erstmal eine Unterbrechung machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.